Hallo und herzlich willkommen zurück zu Casino Resort Tower. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, unser Hochhaus. Es wächst und wächst. Dies ist der Hotelbereich. Ich hätte immer gedacht, wir bauen ihn hier drüber. Wäre für uns tatsächlich auch einfacher gewesen, denn dann hätten wir schneller die Höhe erreicht. Aber so haben wir es irgendwo sauber getrennt. Wir haben hier das Hotel mit der Lobby oder der Rezeption. Dann haben wir hier ein bisschen Büro drüber. Ist ja oft so in Hotels, dass dann irgendwo die Büros dann sind. Und dann fangen die schönen Dinge des Lebens an, wie eine Bar und ein Gym, ein Meeting Room, zwei Meeting Rooms sogar. Und dann kommt ein Sauna Room. Und Gym und Sauna sollten eigentlich zusammen sein. Wir haben es ja noch nicht eingerichtet, deswegen werde ich das nochmal ändern. Das Gym kommt direkt neben oder an die Sauna. Also hier ist das Gym, da ist die Sauna. Dann machen wir... Pass auf, wir machen Folgendes. In der Erwartung, dass ja vielleicht nochmal Büros gebraucht werden, machen wir jetzt hier Sauna rum. Hier kommt das Gym hin. Und hier unten, das wird nochmal... Das mache ich jetzt zur Halle. Denn das werden nochmal, sehr wahrscheinlich nochmal Büros. Und deswegen setze ich auch direkt schon mal einen Divider. Und zwar so wie hier. Ist eigentlich blöd, dass die Bar jetzt, die Lounge dazwischen ist. Will ich die Lounge verschieben? Will ich mir die Arbeit machen? Ich glaube nicht, aber wir setzen hier nochmal eine Büroetage, also potenzielle Büros. Welche, das weiß ich noch nicht. So, also. Die Bar. Ein Meetingraum, zwei Meetingräume. So, waren die Meetingräume... Pass mal auf, wir machen das anders. Wir teilen die Meetingräume. Wir unterteilen sie. Wisst ihr, was mich ein ganz kleines bisschen ärgert? Jetzt haben wir schon so hochgebaut. Mich ärgert tatsächlich ein bisschen, dass wir es nicht symmetrisch teilen können. Und wir haben ja schon gesehen, dass diese Räume hier manchmal ein bisschen klein sind. Ich erinnere mich noch an das File-Shelf, was hier dann noch rein musste. Und dann mussten wir halt noch irgendwie was anderes wieder rausnehmen. Passt auf. Es ist Wahnsinn, aber ich mach's trotzdem. Es ist wirklich Wahnsinn. Vor allem halte ich mal kurz das Spiel an, damit die Treppen nicht weitergebaut werden. Wir müssen es natürlich auch nach unten durchziehen. Gott sei Dank haben wir hier erst drei Etagen. So, okay. Ja, die Treppen müssen zuerst weg, habe ich mir schon gedacht. Na, nicht daneben zielen. Es könnte auch was abgerissen werden, was eigentlich stehen bleiben soll. Weil natürlich können wir den Fahrzeugschacht noch, den Fahrstuhlschacht noch nutzen. So, Stairs. Ich versuche immer noch in der allerobersten Etage Treppen zu platzieren, was keinen Sinn macht. Aber das hat sich irgendwann... Irgendwie kriege ich das nicht raus aus der Birne. Fahrstuhlschächte, Elevator Parts, Express- oder High-Speed-Schacht. Da muss er eh auch noch hin, von daher auch gut, dass wir es jetzt dann halt hier hochziehen noch eben. Allerdings müssen wir auch noch die Stromleitung verlegen. Ja, ja, das wird lustig. Pass mal auf, ich mache es eben anders. Ich reiß mal eben ab. Oder ich mach mal eben den Divider da rein. Ah, es geht nicht wegen der Lampen. Okay, passt auf. Dann, ich mach eine Etage eben fertig. Moment. Wir fangen hier unten an. Wir verschieben die Lampe in die Mitte. Wir, na, zerstören das. Ach, dann ist das ganze Ding zerstört. Ich wollte eigentlich einen Fahrstuhl machen. Egal. Ist nicht so schlimm. Nur dann muss ich es jetzt hier nochmal machen. Obwohl, nee. Ja, doch. Nee. Oh mein Gott. Elevator Parts. Elevator Entrance raus. Der Schacht ist noch da. Elevator Parts. Einmal den Personaleingang.
Elevator-Kabine muss hier natürlich noch rein. Hier ist noch keiner drin in dem Schacht. So, dann einmal den Employee-Entrance und den Elevator-Entrance. Die Lampe ist da. Dann können wir jetzt anhand dieser kurz die Leitungen ziehen. Ja, so ein bisschen blöd jetzt gelaufen hier. Hier sitzt die Lampe. Und der ist schon richtig, der Schacht hier. Der kommt aber gleich weg, den reißen wir gleich ab. Mache ich sofort. Na, nicht zu weit ziehen. Das Tool möchte gerne Präzision. So, und was reißen wir jetzt ab? Dieses hier kommt weg. Und das kommt auch weg. Okay, das hätten wir. Jetzt klonen wir diesen hier, der fertig ist, also für sich. Na, wenn ich noch den ganzen Raum kriege, wäre nett. Under Construction. Ich muss einmal warten, bis er fertig ist. Ist aber okay. So, hier läuft natürlich jetzt gar nichts. Schade, dass ich nicht priorisieren kann. So, kommt heute, macht weiter. Jawohl, so, danke schön. Klon. Jetzt machen wir das halt so und dann haben wir hier gleich alles richtig mit der Lampe inklusive. Was ist das denn hier jetzt? Ach, das ist, weil das schon gebaut ist. Ja, okay. So, dann abreißen. Wir wollen das Gym behalten. Wir wollen die Sauna behalten. Den Meeting Room. Die Bar. Das Marketing Office. Das Personalbüro. Die Rezeption, den Parkplatz. So, okay. Und jetzt reißen wir ab. Erstmal die Remove Elevator Cabin. Ich muss sie finden. Messe. Ich habe irgendwelche Leute gelöscht. Dann den Eingang. Dann den Schacht. Okay. Dann machen wir die Tapete. Wallpaper. Einmal kopieren. Ich sagte einmal kopieren. Ach, hat er schon. Elevator Parts, normaler Eingang. Dann den Personaleingang. Low lighting at the meeting room. A guest is suing the casino hotels for injuries. Das ist nicht sein Ernst. Welcher Meeting Room? Wir haben doch noch gar keinen Meeting Room. Der ist doch noch gar nicht in Betrieb. Ist doch wohl eine Frechheit. Ähm.
Das sind diese hier. Die zwei. Die sind doch noch gar nicht im Betrieb. Das ist ja eine Frechheit. So, dann müssen wir hier leider auf Nummer sicher gehen. So. Wie gesagt, wir wollen 4 Meeting Rooms haben, deswegen kommt hier auch nochmal ein Divider rein. Das werden die 4 Meeting Rooms sein. Machen wir eben mit dem Wallpaper weiter. Ach, da ist geil. In der Bar ist noch gar kein Wallpaper, das ist ja auch cool. Können wir es auch nicht löschen? Warte mal, kann ich denn hier... Genau, so können wir die Bemalung löschen. Ja, aber natürlich muss in dieser Bar noch ein Wallpaper rein. Was nehmen wir denn da mal? Das. So. Und wir brauchen... ja, natürlich. Also ich habe... Ich hab Dings hier eingestellt. Wie heißen die? Im Bartender. Aber wir haben hier gar keine Waiter. Das heißt, wir brauchen noch neue Waiter. Haben wir noch Stellen offen? Waiter. Wir hätten noch 2, die wir sofort einstellen können. Dann machen wir das aber auch. Hire. Die Nacht hat gerade angefangen. Darum teilen wir den Guten in der Nacht ein. Und du arbeitest in Bar 2. Und du auch. Und wir haben ja noch andere Waiter. Ah, die sind Bar 1 zugeordnet, okay. Also wir haben 1, 1, 1 für Tag. 1. Ne, wir haben 2 für Tag, 2 für Nacht. Jetzt haben wir 2 für Nacht für Bar 2. Dass man nicht sortieren kann, ist ein bisschen schade. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 2 für den Tag haben, für die Bar 2. Das heißt, wir machen nochmal eine Stellenausschreibung oder eine Kandidatensuche. Cancel. Waiter. So. Okay. So, was möchte der? Have a minimum of 12 winning flowers slots game. Wie viele winning? 12. Ja, also wir haben von keinem Spiel 12 Spiele. Deswegen lehne ich das mal ab. Machen wir dann eben den Fahrstuhl fertig auf der Seite. Warum drücke ich denn in letzter Zeit jetzt immer auf den CEO? High-Speed-Schacht. Elevator. Hier haben wir in der Mitte. Moment, ist das die Mitte? Nee, das ist nicht die Mitte. Also Employee. Und Gäste. Da oben sind noch 2 Walls, die raus müssen. Und dann haben wir es aber. So, jetzt tingeln hier die ganzen Leute durch. Warum auch immer. Sie machen es halt. Macht nicht wirklich Sinn. Ich wünschte, man könnte Bereiche sperren. So, wir richten eben kurz die Sachen hierher. Wir machen hier einfach noch einen weiteren Schreibtisch rein. Noch eine Pflanze. Haben wir da schon eine drin? Ja. Nicht Statue, wollte ich gar nicht. Painting.
Die Lounge kriegt hier noch einen weiteren Sessel. Dann kommt hier kein weiteres Büro rein, haben wir nämlich schon drin. Das ist eigentlich, haben die gar keine, brauchen die gar, doch, die haben einen Kopierer. Ja, die haben eh alles, was sie brauchen. Okay. Ach, das braucht natürlich noch Strom. So, und die Lounge. Ah, nee, die Bar. Für die Waiter inzwischen da sein müssten. Ja. Quick, Germaphobe, Resistant, Picknicker. Nehmen wir. Jetzt für den Tag. Teuer. Für Bar 2. Geschmacklos. Okay, Moment, ich möchte es gerne nochmal prüfen, ich war nicht sicher jetzt. Ja, passt, okay. So, die Kameras machen wir auch noch, aber erstmal kommen hier jetzt noch... Was könnte denn in der Bar noch... Da haben wir alles, ne, ja. Da machen wir einfach noch hier zwei Tische rein. Okay, so. Okay, jetzt haben wir das hier vergrößert. Moment mal. So, jetzt passt es.
Okay, fertig soweit. Als nächstes. Neue Forschung. Wir haben nur noch eine halbe Million, also müssen wir ein bisschen drauf achten jetzt, ob das alles teuer wird. Marketing können wir nehmen. Dann haben wir das fast fertig hier. Nur noch eine Sache. Nettis. Genau, wir wollen das Restaurant, also gehen wir mal lieber auf Cuisine. Machen wir den Kaffeeservice mal zuerst. Und ja, Zigaretten will ich nicht. Vendor Patrols brauchen wir auch noch nicht, meine ich. Wir können aber gerne bei den Alcoholic Drinks zweimal schauen. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit den Forschungsplätzen. So. Haben wir schon alles für Meetings? Meeting Rooms? Das ist jetzt die Frage. Eigentlich ja, ne? So, mal pausieren, bevor hier gleich wieder einer einen Unfall hat. Oh Gott, die wollen ja... Puh, Hot Drink Vending Machine. Okay, fangen wir doch damit einfach mal an. Das brauchen wir dann ja auch in jedem Meeting Room. So. Jeder Meeting... Raum braucht ein Sofa. Und einen Kopierer. So. Das ist jetzt nur fürs Prestige, wohlbemerkt. Was sind die nötigen Gegenstände? Whiteboard und Meeting Tables, alles klar. Da passiert. So. Eigentlich völlig, völlig unnötig, mehrere Tische zu setzen, ne? Eigentlich müsste man es, so machen, damit es Sinn macht, weil wozu mehrere Meeting Rooms, Meeting-Tische? Ist nicht mal der gleiche, ne? Habe ich den falschen? Nee. Klon. So. Für große Besprechungen. Essential Items, das Whiteboard fehlt noch. So, das wären die Meeting Rooms. Es fehlt natürlich Dekoration, Licht und Sicherheit. Sicherheit heißt, wir brauchen Kameras. Lighting heißt natürlich Lampen. Ja, Floorlamps sind hier nicht passend. So, Dekoration.
Okay. Das ist, wie das, ah, die Leitung, das Lighting ist wegen der, wegen des fehlenden Stroms noch nicht da. Okay, dann müssen die Räume aber fertig sein. Dann machen wir noch schnell Wallpapers rein. Das sind Meeting Rooms. Machen wir hier so ein, das sieht, das ist schon die Knasttapete. Machen wir sowas mal hier. Ja, das ist doch ganz angenehm. Ich denke, das geht schon. Strom! Oha. Nicht mehr genug Strom da. Dann müssen wir mal kurz zum Generatorraum und noch einen dranhängen. Okay. So, die Hot-Drink-Wedding-Dinger brauchen noch Wasseranschluss. Das war ja klar. Und die Kameras sind noch nicht am Hub dran, das weiß ich wohl. Aber erstmal, ja, ne, machen wir auch direkt fertig, was soll's. Also, wir brauchen neue Transmitter. Ja, wir haben den hier so aufgestellt, wir können den hier auch weiter so machen. Das funktioniert noch so. Das sind 6, ich glaube. Links ist noch genug frei, ja. diese eine verbinden wir neu. Zwar hier dahin. Aber ja, wir brauchen ein neues Security-Büro. Ist wirklich so. Frag mich, ob wir hier eine einrichten sollen. Eine Sicherheitsetage. Hier drüber. Eine fürs Hotel so. Ich denke, das machen wir einfach. Das ist schlecht.
So können wir es dann noch bauen, ist doch gut. Dann haben wir hier noch wieder Kapazitäten frei für den Bereich. Ja, da ist momentan gar nichts dran angeschlossen. Könnten wir ändern. So. Bisschen aufteilen. Okay. Dann machen wir das aber hier auch. Gut. Ach, Strom, ja. Natürlich. Und die brauchen auch Internet. Ja, wir brauchen auch einen neuen Server. Mindestens einen. Das reicht noch nicht. Was? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt reicht's wieder. Wallpaper. Klonen von hier. Wir haben gar keine Fenster in den Mietikräumen. In Büros und Bar sind Fenster, okay. Okay, und Licht noch im Security-Raum. Welche haben wir da genommen? Wieso haben die denn keinen Strom? Was ist denn da los? Wie kann das denn sein? Dann hat er ja aber schon länger irgendwas nicht funktioniert. Die Internetverbindung ist da auch nicht da. Was ist denn da passiert? Eieieiei, Dr. Wolf, sie hat's nicht aufgepasst. So. Klon. Ja, wir fangen hier an. Gut. Krass, oder? Wenn man mal überlegt, dass das alles in der letzten und dieser Folge so entstanden ist. Ah, das ist schon wirklich krass. So, dann haben wir also die Bar. Wir haben Meetingräume. Müssen wir da eigentlich noch irgendwas tun? Muss das ein Event sein? Müssen wir da Events machen? Ich glaube schon, ne? Start ein Event, Meeting-Events. Business-Meetings. Seminar, Annual Meeting. Ja, machen wir aber Board Meetings. Ja. Create mal Board Meeting Events. Die Müllhammer fehlen noch, okay. So, Board Meeting. Oh, gut, dass wir das alles hier haben. Oh, das bringt am meisten. Start. Mach einfach. So. Müller mal noch schnell.
Schön, dass sich schon irgendwelche Leute hinsetzen, auch wenn hier gar nichts ist. Na gut. So, jetzt müssen wir einfach mal wieder ein bisschen mehr Geld verdienen, denn wir sind runter auf 240.000. Aber das sollte ja wohl nicht das Problem sein. No room assigned. Assign room. Assign. Three evaluate. Ja, können nicht mehrere assign. Wir können nur einen Raum. Was soll denn das? Was für ein Schwachsinn. Cancel. Leute, dann sind die jetzt einfach Deko. Ich sehe es nicht ein, jetzt hier die Räume noch umzubauen. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Das Spiel will einfach anders als ich. Das ist okay. Ich meine, ich muss mich ja nach dem Spiel richten. Hätte ich ein anderes Event nehmen müssen, wo zwei Tische reichen. Und ein Whiteboard. Ich dachte, die teilen sich automatisch auf die Räume auf. Nein, das muss man noch selbst... Ja, gut, okay. Gut. Ist aus neuen Offices jetzt übrigens auch nichts geworden. Vielleicht dann ja hier. Das ist aber Floor 7, das heißt, hier hätten wir schon, könnten wir schon gut mit den Budget-Hotelräumen starten. Aber was wir auf jeden Fall mal brauchen, ist die Laundry. Und ich habe ja gesagt, dass wir die dann also hier bauen und den Trashroom darüber schieben. Das wäre eine Möglichkeit. Trashrooms auf jeder Etage finde ich übrigens auch nicht schlecht, wenn wir anfangen, zum Beispiel hier alle zwei Etagen so einen kleinen Bereich für Trash einzurichten. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre es nicht so schlecht. Mal gucken, was brauchen wir denn hier? Workdesk Armchair. Soll ich vielleicht auswählen? So, sieht das nach einer guten Wäscherei aus? Ich finde schon. Wir haben auf jeden Fall eine Wäscherei, das ist schon mal viel wert. Oh Mann. So, alles fertig in diesem Raum. Ach, Wasser. Natürlich brauchen die noch einen Wasseranschluss. Ich mir auch gleich denken können. Oh, Gott sei Dank, auf der Höhe.
Okay. Dann ist die Wäscherei angeschlossen. Ah, ja, natürlich, die Abwasser brauchen wir auch noch. Um Gottes Willen, wie konnte ich denn für die Waschmaschine Abwasser vergessen? Okay, passt überall außer da. Das heißt, da muss nochmal eine Brücke hin. Also muss natürlich aber erst die Leitung da sein. So. Dann Menton. So, jetzt haben wir aber alles fertig. Was fehlt jetzt noch? Laundry Detergents. Ja, die haben wir noch nicht, das weiß ich. Das heißt, Other Laundry Detergents. Machen wir 100. So, okay. Die kommen dann. Hier muss, wer muss denn hier eigentlich arbeiten? Das wäre mal eine interessante Frage. Wer muss in der Laundry arbeiten? Housekeeping oder? Washing and ironing, ja, Housekeeper. Da werden wir mehrere von brauchen sowieso für die Räume dann später auch. Können wir gleich mal ein paar Stellenausschreibungen für starten. Und dann machen wir das in der nächsten Folge weiter. Fangen wir dann an mit dem... Ja, mit dem Rest des Hotels oder mit dem Anfang des Hotels eigentlich, kann man sagen. Aber ihr seht schon, es wird immer mehr zu tun, immer mehr, immer mehr. Aber es macht ja Spaß. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.